Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Victoria 2 zusammen mit dem anderen Devrim 4K. Hallo, ich bin Daphne. Ja, dann lass uns mal gleich starten. Was haben wir denn hier so im Angebot? Also, wir haben das neueste Spiel aus dem Hause Paradox Interactive. Das heißt Victoria 2. Das ist ein Nachfolger von Victoria. Und das soll jetzt so eSports-mäßig ganz gut drauf sein. Und es geht so darum, halt so das andere Land zu zerstören. Und ich spiele halt so Hesse Darmstadt und du so Nassau. Okay. Und ich mach mal an und ich zerstöre dich. Okay, du erklärst mir aber gleich noch ein bisschen was, ne? Ja, bei MLG und LCS und EVO und so erklären die dir ja auch nicht, wo der Schlagknopf ist, ne? Hier steht Abandon Game. Soll ich da raufklicken? Das ist Oh, ein ist Bug. weg, okay. Okay, Wer bin ich denn jetzt? du bist Nassau. Ich bin Nassau, okay. Ja. Wie komme ich zu dir und wie kann ich dich töten? Okay, also ich mache 1v1-Anfrage und du machst währenddessen wieder ein Land und ich lasse dich Play drücken, weil der Herausgeforderte drückt dann nochmal Play. Wo? Du schaffst das schon. Ich soll Play drücken. Ja. Okay. Okay, also ich schicke an dich jetzt ein 1v1. In 308 Tagen sollte es dann soweit sein. Ja, ich würde sagen, da spulen wir dann ein bisschen vor, ne? Nee. Nee? Okay. Dann lassen wir es einfach so durchlaufen. Okay, wenn du mal so unter dir guckst, hier so ein Mainz, da bin ich. Und ja. Okay. Das ist ja sehr interessant, dieses Spiel. Ist gar nicht mal Ja. so trocken, wie alle immer behauptet haben. Ja, das sind immer so diese Noobs, die irgendwie so schlechte Spiele spielen wie Civ oder StarCraft. Ja, die haben das einfach nicht verstanden. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Haben die Lore nicht verstanden. Ja, bist du dann irgendwann mal so weit, dass wir Krieg machen können? Ja, Moment, die 1v1-Anfrage muss doch durchgehen irgendwie. Wenn du mal so Diplomacy gehst und War Justification, dann siehst du das nicht. Aber gleich, Hä? bestimmt. Ich sehe hier gar nichts. Ja, eben. Noch Ey. 290 Tage. Noch 289 Tage. Ganz ehrlich, ich baue eine Armee. Okay. Ich mach meine Bevölkerung mobil. Mach doch, was du willst. Zerstör dich. Ich bin Meister in dieser Waffe. Du hast keine Chance. Ach ja. Ich mach Ja. dich sowas von fertig. Okay. Ja, Meine das. Bevölkerung ist jetzt mobil. Ich hab gehört, das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Ja, gut, wollen wir wirklich nicht vorspulen? Ja, nee, die müssen ja sehen, wie wir denken. Ja, okay, ich drück mal auf Vorspulen. Na gut, wenn du den Zuschauern alles nicht zeigen möchtest. Na gut, dann warten wir. Du hast ja recht, aber einsetzen wir höher, oder? Okay. Ich meine, du kennst das Spiel besser als ich, deswegen. Ja, das wäre unfair. Also setzen wir einen weiter. Ja, Okay. du darfst. Find. Du hast es pausiert. Ja, ich kann den Speed nicht increasen. Ist ja auch sehr speedy das Spiel. Na gut, dann, ja. Sehen wir uns irgendwann wieder? Nee, Hä? das schneide ich raus. Lass das mal bitte drin, damit alle sehen, wo es nicht rausschneiden. Ja, ich werde das eh wieder vergessen. Okay. Ja. Ja, und jetzt? Wir haben noch so andere Spiele gemacht.
Ja, ich habe gehört, Mount & Blade soll auch von den Paradox-Leuten sein, aber von den besseren. Ja, und Total War. Total War. Ja, Nein, eigentlich das nicht. ist etwas, was ich auch schon sehr oft gehört habe. Ja, das ist diese Victoria-Zocke. Ja, Ja. aber es ist auch halb so bekannt, glaube ich, ne? Welches? Ja, dieses Total War. Was ist das? Ja, eben. Ja. Und wie geht's dir so in Wiesbaden da? Hä? Ich bin in Nassau. Hä? Hä? Junge, du verwirrst mich. Ganz ehrlich, geh doch mal. Ja, ich töte dich gleich. Alter, erst wenn deine scheiß War Justification. Was hast du mir hier für ein Spiel angedreht? Civ. Mann. Hä? Aber es ist doch nicht Civ. Wie jetzt? Das Hä? regt mich so auf, mit diesem Jungen irgendwie zu spielen. Weil der Hast du nichts gewonnen? kann. Er kann absolut gar nichts. Wisst ihr das eigentlich, Leute? Okay, Daphne, pass mal auf. Ha, jetzt ist sie durch. Nee, doch nicht. Da steht jetzt so, also bei mir steht, dass das jetzt schneller geht. Also noch schneller. Noch schneller. Das ist ja. Ey, das ist ja voll unfair. Warum hast du denn mehr Truppen als ich? Das sind so halt MLG-Taktiken. Ich kann Ey. dir die jetzt nicht erklären, dafür bräuchten wir noch ein 50-Minuten-Video. Ja, okay, hast recht. Das wollen wir den Leuten ja dann doch nicht antun. Da, Was? ja, wenn du jetzt auf Diplomacy und Show und Ey, War Justification ich hab's bist. gerade gesehen. 25. Alter, willst du mich ficken? Ja, das ist jetzt der MLG-Meter. Und wenn er auf 100% ist, dann kann er 1v1 machen. Junge, das kannst du doch nicht ernst meinen. Alter. Doch. Hast du Mann. gewusst, dass Wiesen die Landeshauptstadt, Wiesbaden die Landeshauptstadt von Hessen ist? Nee. Und Was? Mainz die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz? Alter, ist das dein Ernst, Junge? Jetzt kommen wir hier nicht mit irgendwelchen scheiß Also jetzt halt alternativen noch nicht. Fakten. Mann. Weil, also jetzt ist es ja noch erst Scheiß Streber. 1936. Streberschwuchtel. Ja. Okay, dafür. Was soll das denn? Immer mit deinem. Wusstest du das schon? Oder wusstest du das schon? Oder wusstest du das schon? Nein. Also falls ihr Daphne bis jetzt mögt, wir haben Lasst hier auf noch so jeden ein Fall mal ein Like anderes. da. Ja, also das Und sowieso. klickt unser Abonnieren. Minesweeper-Video an. Ja, Das. genau. Also Daphne hat das letztens gespielt. Und Also nicht der Defrim, sondern der andere Defrim. ja, Daphne halt. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Spiel von Paradox oder so. Nee, Microsoft, glaube Ja, ich. Microsoft war das. Ja, genau. Haben Haben die die nicht nicht? auf Windows gemacht? Ja, ne? Wollte ich dich auch gerade fragen. Ja. Aber wenn wir beide das so denken, dann muss das ja stimmen, oder nicht? Nee. Hä? Wie? Warum nee? Alter, ganz Hä? ehrlich, willst du mich verarschen? Was willst du eigentlich von mir? Ey, Mann. Wie weit ist denn schon die War Justification? Ja, die War Justification ist bei 37%. Okay. Ey, kann ich das nicht irgendwie verbieten? Ganz ehrlich, ich will keinen Krieg. Mach mal so eine Peace Justification. Geht das? Ja, bei Minesweeper geht das. Bei mein. Ja, ne? Ja, genau. Schaut Okay. schau bei Minesweeper vorbei. Das hat Daphne gespielt. Ja. Übrigens ein sehr guter Kumpel von uns. Ja. Also für das Spiel gelobt wurde, ist Die geringen Wartezeiten, oder? ja, Das war doch genau. so, oder? Ja, und das lädt nämlich so schnell.
Ja, und vor allem eben auch, dass das so großartig präsentiert wird, das werdet ihr später auch noch in den Schlachten sehen. Ja. Die sehen nämlich wirklich gut aus, da kann ich dann, also das zeige ich euch nachher auch richtig nochmal. Ja. Und ja, Ja. also ich freue mich schon drauf. Ich freue mich wirklich drauf, Ich weil meine, ja, genau. ja, das ist was Die. Großartiges, was wir hier machen können und Ja. Das hat ja auch vor allem so einen Assassin's Creed-Faktor, weil hier lernt man ja auch was über Geschichte. ja, ne? Mein, guck dir das an. Wir sehen hier, wie Deutschland gemacht wurde. Ja, hier. Da kommt doch gleich Irgend so ein die. Friedensfürst hat doch Deutschland Na, gehört. na, das war doch Napoleon. Hä? Natürlich. Kennst du keine Macht Geschichte? das ja das Rechtsfahren? Nein, das war Napoleon, garantiert. Hä, meine ich doch gerade, der Typ, der meinte, dass ja das Ja, Rechtsfahren so. genau. Ja. 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 Das ist ja gut. Gut. Und was weißt du noch so über Deutschland? Ich bin der Meinung, dass die Deutschen, die haben doch auch Amerika dann erobert, oder nicht? Hä? Was, hä? Das habe ich aber anders gelernt. Das war doch so, dass die Deutschen da nach Amerika gefahren sind und dann gesagt haben, Leute, Briten, das hier ist jetzt Amerika. Ernsthaft? Ja. Wusstest du das noch nicht? Das habe ich noch nicht gelernt. Ja, dann solltest du aber mal deinen Geschichtslehrer verklagen. Ja, auf BioWare Points. Ja. Ja, wie lange dauert das denn noch? Okay, Ja. noch immer 137 Tage. Kannst du das nicht ein bisschen schneller laufen lassen? Ja, aber das ist historisch korrekt, weil 1836 durften die das ja auch nicht selber entscheiden, Ja wie klar, schnell. aber wir Oh, jetzt sind sind sie nicht. noch 167 Tage. Entschuldigung. Kannst du das bitte ein bisschen schneller laufen lassen? Mach du doch. Ja, ich kann ja nicht. Ernsthaft nicht? Ja, ernsthaft. Hm. Ich drücke ja Dankeschön. Bitte. Ich möchte dieses Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich meine, wir haben jetzt Du schon meinst wirklich in die bestimmt, Länge wir haben ziehen? jetzt bestimmt schon fast 10 Minuten rum. Das heißt, wir können einmal Werbung schalten. Was für eine Werbung? Naja, für unsere YouTube-Einnahmen. Ach so. Hm. Und man kann ja nur alle 10 Minuten so eine Werbung schalten. Stimmt. Ja, dann lass das noch länger machen. Nein. Wir wollen Oder ja ginge. nicht 20 Minuten unserer Zeit. Ja, aber dann kriegen wir mehr Geld für BioWare Points. Ja, aber nee. Hä? Nee. Wie jetzt? Nee. Nee. Ach du Scheiße. Was denn? Alter, da oben ist so ein Prussia. Was ist das denn? Scheiße. Hä, sollte da nicht Deutschland sein? Ja, eben. Und warum sind das 30 Leute? Ich hab nur 6. Das ist ja ein 1v1. Die sind nur Publikum. Ach so, okay. Also muss ich mir da keine Sorgen machen, dass du irgendwelche Bündnisse um mich herum spinnst. Ja, aber das hat doch, wie heißt der Typ? Wilhelm. Ja, der hat doch Bündnisse gemacht. Ich Der mach hat das ja nicht. Bündnisse gemacht. Okay, wusste ich auch noch nicht. Nee. Bismarck. Auf diese niederen Angebote falle ich nicht rein. Wer? Nassau. Was? Ich bin diplomatisch geschickt, okay? Ich nehme deine
friedensdenklich dann. Das macht mich jetzt aber schon traurig. Hä? Was? Boah, ey, ich kann dich gleich voll flankieren, guck mal. Hä? Wie kannst du mich flankieren? Ich hab den gehackt. Alter. Du kannst doch nicht... Junge, wir hatten abgemacht ein faires 6 gegen 6 und nicht 12 gegen 15 gegen 6. Junge, ja. Ganz ehrlich, was soll denn das immer? Ja, Junge, wenn ich... ich meine, bei COD regst du dich doch auch nicht darüber auf, wenn dich jemand 360 no-scoped, obwohl du dich auf einen geringeren Gradwinkel vereinbart hast. Junge, das kannst du jetzt nicht ernst meinen. Natürlich. Nein. Wir hatten was anderes abgemacht. Hä? Wir haben vereinbart, dass wir 1v1 machen. Ja. Ja. Alter, wer ist das denn? Da oben. Wo? Ja, endlich. Da geht jemand durch dein Land durch. Ja, es interessiert mich doch nicht. Alter. Hauptsache, der greift dich an. Wer ist das? Russia? Nee. Hä? Rush hast doch rechts. Junge, wir machen jetzt aber gleich ein faires 6 gegen 6, ne? Und nicht 15 Hä? Gegen 6. Ja, aber, das durften die sich ja 1836 auch nicht aussuchen. Ja, aber wir hatten das abgemacht. Ja, aber in Assassin's Creed sterben die doch auch alle, obwohl, die das nicht wollen. Das finde ich nicht fair, was du hier jetzt gerade machst. Ja, dann hack doch. Komm schon. Ja, hier 1v1 und noch 17 Tage, 16 Tage, cool, 15, 14. Das meinst du jetzt aber nicht 13, ernst? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Defrim, das kannst du jetzt nicht ernst 5. meinen. Der von mich zerstört dich. Okay, hör zu, erstmal machen wir die 6 gegen die 3. Okay. Und danach machen wir 6 gegen 12. Hey, ich zerstör dich einfach. Okay, ist das komm, das ist fair. Dann habe ich auch das Gefühl, dass ich Spaß habe. Ist. 1v1 sind nie fair. Komm, ist doch fair. Wer ist das denn jetzt? Braunschweig? Wer ist das denn? Okay, jetzt seht ihr die große. Guckt euch das an. Hier. Ja. Wie das präsentiert wird. Ja, das war ein taktischer Schachzug. Ich hab dich ausgetrickst. Jetzt nehme ich Wiesbaden ein. Oh mein Gott. Das hätte ich nie erwartet. Wie hast du das gemacht? Ey, ja, also ich marschiere jetzt ein. Ich marschiere jetzt das sowas von ein. Guck dir das an. Ja, Hä? Ich zerstöre dich schon. Was soll das denn? Als ob ich jetzt verliere. Nee, ganz ehrlich, was ist das denn? Leute. Oder was? Tschüss, ich spiel jetzt nicht mehr. Doch, Herr Braunschweig kommt doch. Ich dachte 1v1 der Frim. Hä? Ja, die marschieren ja auch nicht. Die machen ja nichts. Alter, die hacken. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie jetzt? Das war's mit unserem Spielen, weil, naja, dieser. Der Defrim da ist ja schon leicht asozial gewesen. Hä, du hast irgendwie so 2v1 gemacht. Wer ist das da? Wer? Der Blau-Gelbe. Braunschweig oder was? Ja, Braunschweig. Ich hab das ist doch nicht 1v1. Hä, der macht doch gar nichts. Hä? Der guckt doch nur zu. Okay, ich finde, wir lösen das 1v1 jetzt. Also es hat keinen Spaß gemacht, weil... So, hier. Friedensangebot. Okay, auf jeden Fall, das war's mit dieser Runde. Death Victoria 2. Schaut auf jeden Fall euch nochmal das Minesweeper-Video an. Ja, das Minesweeper-Video. Also, da werden noch ein paar taktische Mechaniken erklärt, falls euch das interessiert dann. Lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, favorisieren nicht vergessen. Und genau. Bis zum nächsten Mal.